dieser Barockkonferenz Amen. Amen. Bete la sisu nzambe maboko makasi. Bete la yeri sisu maboko makasi. Let's put him nochmals in die Hände. Ukumbi sisu nzambe. Wir loben nochmal den Herrn, der uns diese Zeit nochmals gegeben hat, um hier vorzuschreiten, um seinen Namen zu verherrlichen. Wir haben im Lobpreis ihn gedankt für das, was er für uns getan hat. Und für das Gebet, das wir vollbracht haben. Und darum preisen wir nochmals diesen Herrn. Was werden wir am heutigen Tag nochmal ansprechen? Letzten Sonntag, für diejenigen, die nicht da waren, haben wir was Wichtiges angesprochen gehabt. Wir haben über den Herrn gesprochen. Man sagt, der Herr klopft. Der Herr klopft an der Tür. Und derjenige, der öffnet, da wird er hineingehen. Oh, Halleluja. Amen. Wir haben über den Herrn gesprochen. Der Herr sagt, ich stehe vor der Türpforte und ich klopfe. Und derjenige, der mir öffnet, da werde ich hineintreten. Und es ist nicht einfach so hineingehen. Und ich werde meinen Wohnsitz bei ihm machen. Oh, Halleluja. Amen. Der Herr kommt nicht nur herein. Wenn er reinkommt, dann wird er auch dort wohnen. Und wenn er dort wohnt, dann wirst du zu seinem Tempel. Wenn du den Herrn in dein Herzen hineinlässt, dann musst du ihn auch dort wohnen lassen. Viele haben den Herrn eingeladen, aber sie haben ihn nicht wohnen lassen. Wenn du den Herrn akzeptierst und du ihn nicht in dein Herzen wohnen lässt, dann wird dein Gebet umsonst sein. Und darum das spirituelle Leben. Warum geht das nicht voran? Du liebst den Herrn. Aber du hast ihn nicht in dein Herzen wohnen lassen. Ich hatte letztens ein Beispiel gegeben. Wie jemand, der eine Frau liebt. Wenn du diese Person nicht in dein Herzen hast, dann ist alles umsonst. Bei Menschen, wenn du jemanden liebst, dann musst du ihn in dein Herzen haben. Und wenn er nicht in dein Herzen ist, dann willst du ihn nicht. Weil wenn du jemanden in dein Herzen hast, diese Person wird etwas in deinem Leben bewirken. Und der Herr sagt, ich klopfe an der Tür. Und die, die mich wollen, dann sollen sie ihre Herzen öffnen. Der Herr soll sitzen in und wohnen in unseren Herzen. Und was werden wir dieses Mal ansprechen? Diejenigen, die an den Herrn glauben, die ihm einen Wohnsitz gegeben haben, der Herr sagt, halte deinen Glauben fest. Amen. Die, die an den Herrn glauben, die, die den Herrn halten, der Herr fügt hinzu, halte deinen Glauben fest. In dieser Zeit, wo wir sind, wenn du deinen Glauben nicht hältst, dann wirst du vom Glauben abkommen. Ich sage es im Namen Jesus. Wenn du deinen Glauben nicht hältst, in dieser Zeit, wo wir angelangt sind, wirst du vom Glauben abkommen und du wirst aufhören zu beten. Schau im Internet nach. Wenn du es nur öffnest und was alles im Internet passiert, wenn du nicht im Glauben stark bist, dann wirst du vom Glauben abkommen. In dieser Zeit, wo wir angelangt sind, der Teufel, er hat seine Prediger platziert, er hat auch seine Gläubigen platziert und sie predigen auch. Halleluja. Halleluja. Sie predigen auch. Warum? Er will das glauben.
kannst, denn wenn du nicht aufgibst, in dieser Zeit, dann wirst du nicht mehr beten. Weil der Teufel ist aufgestanden und er macht seine Aktionen. Und die Bibel sagt uns, halte das, was du hast, dass man es dir nicht wegnimmt. Es ist wie jemand, der hat ein Kind. Und jemand klaut dir dein Kind und du schaust einfach nur zu. Und man klaut dir dein Kind und du schaust nur zu. Welche Mutter wird erlauben, dass man sein Kind wegnimmt? Halleluja. Welcher Vater wird erlauben, dass man sein Kind annimmt? Und das Kind, das du hast, ist Christus. Und die Leute wollen Christus dir wegnehmen. Damit dir jemand das nimmt, was du hast, derjenige hat eine Strategie. Und viele Strategien. Wenn wir nur ein kleines Beispiel geben würden. Als ich in der Schule war, hat man uns gezeigt, es war eine Lektion. Halleluja! Einfach eine Lektion war das. Ne? Ja. Renard! Fuchs. Das sind Tiere. Ja, viel Fuchs. Der Fuchs ist sehr schlau. Und damit er. Adler. Nein. Halleluja! Eine Strategie? Ein Fuchs hatte, dass der die Raube an dem Fuchs angelegt hat, damit er das nimmt. Er hat sich die Strategie des Fuchs angeschaut. Wie kann ich tun, damit ich das nehmen kann? Damit der Fuchs, der Raube, das nimmt, was die Raube hat. Ich weiß nicht, ob ihr diese... das Wort? Wenn du dass dieser Fuchs herausgebracht hatte, um das Käse zu bekommen. Halleluja! Er hat Worte rausgebracht. Oh, du bist voll gut. Oh, du bist richtig toll. Du machst richtig all das, um das zu nehmen, was du hast. Diese Strategie, das macht der Teufel. Um das zu nehmen, was du hast, hat er eine Strategie. Und du schaust zu. Du schaust nur und du weißt nicht, dass du den Glauben nimmst. Man führt dich durch Strategien durch und man liebt dich an. Man führt dich durch alle und du siehst es als normal, aber der Teufel, der möchte dir das nehmen, was du hast. Darum sagt die Bibel, halte das, was du hast. Schlag dir auf die Fuß und sag, mein Herz, ich halte das. Ich halte stark das, was ich habe. Ihr könnt mir Geld nehmen. Ihr könnt mir meine Frau nehmen. Aber mein Glaube sollte man dir nicht nehmen. Halleluja. Man sollte dein Glauben nicht nehmen. Halte das, was du hast. Das soll man nicht. Auch wenn man viele Strategien hat. Halte fest, was du hast. Was sagt uns die Bibel? In Offenbarung 3, 12. Offenbarung 3, 11. Dieses Vers wird dir weiter. Bozali na yango po kobolonga pe moto moko te akoyisa bino. Halleluya. Amen. Simba makasi bomengo oyo tozali nango. Halte fest das, was du hast. Da, wie spirituell.
die spirituelle hat ein Reichtum. Das spirituelle Leben ist Reichtum. Nicht viele führen ein spirituelles Leben. Viele verlassen nicht ihre Häuser und kommen. Nimm das nicht einfach als selbstverständlich. Halleluja! So, aber du hast ein Reichtum. Du hast ein Reichtum. Du hast dein Haus verlassen und bist ins Haus gekommen. Sagt man, halte dein Reichtum, dass man es dir nicht nimmt. Auch die Strategie, die Leute an dir anwenden, das, was ich in meinen Händen halte, wer kann das mir nehmen? Ich weiß nicht. Wenn du was festhältst, kann es dir dann jemand nehmen? Nein, jemand müsste dir die Hand dafür wegschneiden. Halte fest das, was du hast, damit sie keiner wegnimmt. Ich stehe vor der Tür und ich klopfe. Und derjenige, der öffnet, da werde ich hineingehen. Und ich werde dort hineingehen. Und halte fest, was du hast. Damit man sie nicht nimmt. Man kann dir alles nehmen. Ich sage, der Glauben ist im Herzen. Damit jemand dir das nimmt, was in dir drin ist, dann musst du es zulassen. Glauben sieht man nicht. Es ist in jemandem drin. Wie kann jemand und dir dein Glauben nehmen? Halleluja. Dann musst du doch selber die Tür geöffnet haben. Weil es ist in dir drin. Wer kann dir das nehmen, was in dir drin ist, wenn du nicht die Tür geöffnet hast? Keiner kann es dir nehmen, weil es in dir drin ist. Keiner kann dir dein Glauben nehmen. Nimm die Entscheidung. Sag, niemand kann mir glauben. Nimm die Position ein und sag, niemand kann mir mal glauben. Niemand. Wenn du nicht mal mein Kind mir wegnehmen kannst, dann kannst du dann mein Glauben nehmen. Halleluja. Wer kann dein Glauben nehmen? Wenn man dir dein Glauben wegnimmt, dann weiß ich nicht. Geld kann man dir nehmen, Klamotten kann man dir nehmen, aber mein Glauben, es ist drin. Wer kann mein Glauben öffnen? Der, wo die Herzen der Menschen öffnen, damit man dir dein Glauben wegnimmt. Halleluja. Halleluja. Immer noch in Offenbarung 3:7. Komela angelu ya Ekklesia ya Philadelphie boi. Yoka maloba ya moto oyo ya bosanto pe ya solo. Ye asimbi fongola ya David. Soki afongoli porte, moto moko te akoki kokanga yango. Soki akangi moto moko te akoki kofungola yango. Oh, haleluya! Soki nzambe! Wende her. Okoti si na kati! In dein Herz. Afungoli porte! Und öffnet die Tür. Yoko da na kati. Dann geht er hinein. Soki nzambe sa kangi. Wenn zuschließt. Moto moko koki kofungola yango azati. Dann kann es keiner mehr aufmachen. Oh, moto moko kofungola na kibo nzambe te ndeko na kati. Keiner kann dich da kofungola. Okoti sa nzambe na kati. Nehmen, weil du den Herrn hinausgelassen hast. Er hat schon mit dem Schlüssel die Tür geschlossen. Wisst ihr, all diese Probleme, die wir sehen, das sind die Versuchungen des Teufels. Der Teufel kommt, um dein Glauben im Wanken zu bringen. Aber er kann nicht mehr, weil Gott schon das zugeschlossen hat. Ich dachte, jemand wird Amen sagen. Ich dachte, jemand wird Amen sagen. Ich dachte, jemand wird vor Gott in die Hände klatschen. Weil ich an ihn glaube. Und du an Gott glaubst. Und er wohnt dort. Und er wohnt dort.
dann schließt er die Tür mit dem Schlüssel. Und dein Haus Tür mit der Schlüssel. Auch wenn jemand unten klingelt, wenn du sagst, ich lasse ihn nicht rein, dann kommt doch. Das ist wie das Herz des Menschen. Auch wenn man klingelt, oder wenn die Krankheiten kommen, dann öffnet die Tür, damit der Teufel hineinkommt. Auch wenn öffne nicht die Tür, damit der Teufel hineinkommt. Mach nicht diesen Fehler. Erlaube diesen Teufel in dein Haus, in dir hineinkommt. Nicht in dein Haus, in deine Familie, nicht in deinen Kindern. Beleidige nicht deine Kinder. Du wirst was aus deinem Leben machen. Aber dann hast du doch die Tür geöffnet. Oh ja, oh, die Tür ist geöffnet. Der Teufel öffnet die Tür durch Worte. Auch in deiner Ehe. Auch deine Frau. Auch dein Mann. Sag nicht sag, Herr, segne meine Kinder. Sag, öffne nicht die Tür. Der Teufel ist da und er sucht, ah, wird sie die Tür öffnen oder nicht? Es gibt auch ein Wunder. Und der Teufel ist da. Und er wartet, bis ein Wort fällt. Ja, bringt es zum, damit es zum Auslasten kommt. Manchmal sagt er, ja, wenn er stirbt, dann ist es mir egal, dann hast du ihn ja umgebracht. Und wenn er dann stirbt, dann weinst du. Ja. Aber du hast die Tür geöffnet. Halleluja! Sag nicht schlechte Worte. Der Teufel, er möchte, dass du die Tür öffnest, damit er reingehen kann. Nein, Jesus. Er hat gesagt, ich habe euch geöffnet. Ich habe euch geöffnet und ich schließe die Tür. Halleluja. Und alles, was sie sagen, es hält an der Tür. Alle Anhalten halten vor der Tür. Situation halten vor der Tür. Schlaf der Baby. Wenn du den Herrn hast, dann kannst du schlafen wie ein Baby. Du hast ihn hineingelassen und er schläft. Er wacht und wacht über dich. Ich möchte eine Parenthese. Noah, der Regen ist gefallen, bevor der Regen sogar gefallen ist. Da hat Jesus Noah gefragt, hast du alle reingelassen? Nein, nicht du wirst zu. Gott sagte zu Herr, schließe die Arche meiner Familie. Schließe die Tür, Herr. Schließe die Tür der Arche. Nicht ich, Gott. Du, Gott, schließe die Tür. Wir sind hineingegangen mit meiner Familie. Schließe die Tür. Auf die Seite. Und dann ist vielleicht der Tag, neue Tag. Ja. Die, wo mich suchen, werden vor der Tür sein. Die werden vor der Tür stehen bleiben. Und du schläfst.
dann wirst du dein spirituelles Leben anders wahrnehmen. Du wirst brennen, wie Paulus gebrannt hatte. Du hast noch nicht gebrannt. Wir, Masuas, wir brannten schon. Und das Haus war glühend heiß. Und meine Eltern haben es nicht verstanden. Darum wir, wir haben für das spirituelle Leben, wir nehmen es ernst. Ich bin Pastor. Aber wenn ich hierher komme, um das hier alles vorzubereiten, es gibt in manchen Gemeinden ein Pastor, fest, ich meine das an, oder Evangelisten, oder die Sachen für die Musiker, das machen wir. Aber weil wir gebrannt sind, und wir haben uns nicht gebrannt, und das Team Manager, und das Team darf nicht verlieren. Amen. Amen. Weil ich weiß, dass der, der mich gebrannt hat, meine Geschwister, ihr habt noch nicht gebrannt für mich. Wenn du noch nicht gebrannt hast, dann kannst du auch nicht den Herrn bedienen. Weil du ihn noch nicht wahrgenommen hast. Du hast ihn noch nicht gehört. Du hast ihn gehört. Oder hast du ihn noch nicht gehört? Halleluja. Halleluja. Wie nimmst du dein Leben? Wie nimmst du Christus wahr? Hast du ihn wirklich in dein Herzen angenommen? In dein Herzen. Jemand, der in sein Herzen gelassen hat, er ist ein neuer Mensch. Und die alte Zeit ist vorbei, der alte Mensch ist vorbei. Die Feste sind mehr und Christus. Was seid ihr? Vers 8. Nayebi makambo nyonso bino bosalaka. Oh! Continue. Ata bozali na makasi mingi te. Eh! Kasi bozali kotosa maloba na ngai. Ah! Pe bowangani ngai. Oh! Bete na nzambe mokongo! Oh! Bete na nzambe mokongo! Ayebi biso malamu! I can't talk good. God can't God. Denn er sagt, wir sollen diesen Glauben halten, wenn wir tun. Er weiß, was wir tun. Alles. Er weiß, was wir tun. Aber das, weil ich Gott bin, sagt er, ich werde euch nicht verleugnen. Oh, Halleluja. Ich bin mit euch. Könnt ihr da nicht Amen sagen? Denjenige, der dich kennt, er sagt, Herr, Mann, Frau, ich weiß, was du tust. Aber ich werde dich nicht im Stich lassen. Ich werde mit dir wandeln. Und ich werde dich vergeben. Und ich hüte dein Leben. Stay up.